Ich sage das deshalb, weil ich selbst 4 Jahre lang Vorsitzender nicht als Vertreter Russlands in diesem Hause akzeptieren können. Das sollten wir gemeinsam klarstellen. Und ich gehe davon aus, dass wir dazu auch in der Europäischen Union eine unzweideutige gemeinsame Regelung finden. Denn Dialog und parlamentarische Verständigung sind wichtig und sinnvoll, sind erforderlich. Aber sie muss auf dem Fundament gemeinsamer Grundwerte und hier der Satzung des Europarates stattfinden.